Ja, meine Lieben, endlich mal wieder Zeit für ein neues Kommentare kommentieren. Ich bin mir sicher, ihr wartet schon auf die neuen fortgeschrittenen Videos, aber da geht für mich Qualität über Quantität. Das heißt, ich möchte, dass die gescheit werden, was gescheit werden und nicht einfach raushauen, weil mein YouTube-Algorithmus sagt, du sollst jetzt mal wieder Videos posten. Also, hier kommt bald was. Ich bin da heftigst am Vorbereiten. Aber jetzt Kommentare. Yahoo! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Fangen wir heute an mit einem besonderen coolen Username. Offline. Hey, erstmal cooles Video. Abo ist drin. Vielen Dank dafür. Ich wollte bezüglich der Ein- und Ausgänge mal fragen, ob es bei Cakewalk auch möglich ist, die Hardware-Inserts anzulegen. I.O. für analoge Hardware. Bei Cakewalk geht das, und zwar eigentlich total einfach. Ihr müsst dann nur den Effekt, der nennt sich externer Insert. Den kann ich in meinen Effekt-Track oder in meinen Pro-Channel ziehen. Und wenn ich den jetzt aufmache, dann kann ich hier einen Hardware-Eingang auswählen und einen Hardware-Ausgang. Kann auch noch hier eine Verzögerung einstellen. Beziehungsweise Cakewalk kompensiert die sogar automatisch. Also ich habe das jetzt selber noch nicht hergenommen, aber damit soll es funktionieren. Und wenn du sowas hernimmst, dann ganz wichtig beim Export auch darauf achten, dass du zum einen in Echtzeit rendern anhast und den Haken hier noch reinmachst, damit man das Ganze, also damit man das Live-Signal hört. Weil sonst bringt dir diese externe Insert nichts. Burning Guitars schreibt, vielen Dank für die wunderbaren Cakewalk-Videos, die haben uns schon sehr geholfen. Kannst du noch was zur Lautstärke beim Export sagen? Wenn wir bei minus 6 dB exportieren, klingen die Songs im Vergleich zu beispielsweise Liedern bei Spotify recht leise. Okay, also müssen wir nochmal aufräumen. Die minus 6 dB, von denen ich gesprochen habe, damals bei der Einsteigerserie, das ist das Maximum, was ihr beim Einpegeln, also beim Aufnehmen hernehmen sollt. Wenn ihr den Song exportiert, hat jeder Dienst so seine eigenen Vorgaben, beziehungsweise schon mal ein großer Unterschied, möchte ich eine CD oder möchte ich das Ganze für Streaming exportieren? Meine CD wird immer mehr zum Fanartikel, gibt es ja schon seit 81, glaube ich, so alt wie ich, so eine CD. Und heute exportieren wir hauptsächlich für Streamingdienste. Und bei Streamingdiensten, wenn ich jetzt für DistroKid zum Beispiel exportiere für unseren Aggregator, da mache ich das Ganze so, dass wir auf Maximum minus 1 dB gehen. Und da gibt es einen Unterschied. Es gibt den Maximalwert, ja, der sollte bei minus 1 sein. Dann gibt es die Durchschnittslautheit. Und die wird normalerweise in RMS angegeben. Es gibt aber noch einen zweiten speziellen Wert, von dem habt ihr schon mal gehört, das nennt sich LUFS, L-U-F-S. Und das ist auch ein Durchschnittswert, also Durchschnittslautheit des gesamten Songs, nur ans menschliche Gehör angepasst. Da werden irgendwelche Frequenzen abgeschnitten. Und dieser LUFS-Wert muss oder soll bei Spotify zum Beispiel minus 14 dBFS LUFS sein. So, wie kommt man drauf? Da braucht ihr tatsächlich ein, ja, so ein Mess-Plugin. Und dieses Mess-Plugin, da gibt es tatsächlich auch kostenlose. Ich habe euch mal einen Link in die Beschreibung da. Noch ein ganz kurzes Wort zu unserem Sponsor, mich. Na, Schmarrn. Axel Stöcker. Hi Andi, Glückwunsch zum Abschluss der starken Basic-Serie und natürlich vielen Dank, werde weiterhin keine Folge verpassen. Das freut mich, generell eure Kommentare, ist immer wieder schön, das durchzulesen, zu antworten. Ihr stellt mich vor neue Aufgaben und Herausforderungen und wie gesagt, Advanced oder die fortgeschrittene Serie kommt bald. Dark Beds, das Thema interessiert mich ja quasi eigentlich null. Aber trotzdem muss man es sich anschauen, muss an dir liegen. Danke. Ich hoffe ja noch auf DistroKid-Videos. Hust. Also irgendwann, wenn du mal Lust hast. So in 2 Jahren. Fühle dich nicht gedrängt, ich kann warten. Würde ich begrüßen. Na, so lange dauern jetzt nochmal die DistroKid-Videos. Das Problem bei den DistroKid-Videos, vor allem die Auszahlungsmethode
oder Gewinne auszahlt, möchte ich ja nochmal neu machen, weil sich da so viel geändert hat. Und das Dumme ist, es ändert sich immer wieder was. Ich habe jetzt schon, ich fange jetzt das vierte Mal neu an mit diesem DistroKid-Auszahlungsmethode, weil jetzt mal, wenn ich so fast fertig bin, schaue ich es mal durch und dann erfahre ich wieder zufällig, ach, jetzt haben wir wieder einen komplett anderen Aufbau und jetzt hat sich das wieder geändert. Zum Beispiel den Punkt 2 gibt es gar nicht mehr von diesen rechts bla bla bla, der am Schluss da steht. Das muss ich auch wieder komplett neu machen. Also, wie gesagt, da bin ich am Arbeiten, aber DistroKid macht es mir im Moment heute nicht so einfach. Aber das kriegen wir hin. Dark Gamer, hi, zu Beginn will ich sagen, dass du eine richtig geile Socke bist. Deine Videos sind echt ausführlich und anfängerfreundlich. Qualität ist echt erste Sahne. Schade, dass du so wenig Abonnenten hast. Meine Frage ist, ob du weißt, ob und wenn, wie ich Cakewalk auf Mac installieren kann. Also, es gab mal vor Jahren, ich glaube es war 2016 oder 2017, da gab es mal für den Mac eine Beta für Cakewalk, da hieß es noch Sona, aber die wurde dann eben nicht weiterentwickelt, weil es von Gibson hat dann gesagt, Cakewalk braucht man nicht mehr und in a nutshell, nein, gibt's leider nicht. Ja, und warum ich so wenig Abonnenten habe, das weiß ich auch nicht. Da könnt ihr mir immer gern helfen, wenn ihr liked, wenn ihr subscribed, auf die Glocke drückt, kommentiert. Das sind alles Sachen, die mir dann helfen, diesen Kanal zu pushen. Und es gibt natürlich, wie immer, haben wir hier noch ein Video zum Angucken. Und drunter wieder, wenn es zu viel ist, ein Video zum Chillen. Am 1.4. kommt übrigens ein neuer Song von unserer Band raus. Könnt ihr mal reinhören. Wenn er raus ist, verlinke ich es bei den nächsten Endcards. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchi-Berli und Servus.